Puschkin ist unser Alles. Seine Beziehung zur Macht, geistige Suche und sogar das Familienleben bringen uns in Aufregung noch heute. Aber seine Hauptsache ist die Schaffung der russischen Sprache. Es gelang ihm, die Lücke zwischen hoher Literatur und gewöhnlicher Sprache zu glätten. So endete die Sprachreform, die noch von Peter dem Ersten begonnen wurde. Puschkin lehnte den schwülstigen Stil in der Literatur ab. Über das Feierliche schrieb er einfach. Er war der Erste, der in die Literatur bodenständige Farben einführte. Bauernleben, Alltag der Grundbesitzer, Gewohnheiten der weltlichen Modefans. Puschkin war ein echter Linguist. Er benutzte Dialekte, eine lebende Volkssprache. Er ließ in die Salonliteratur Folklore, Märchen, Heldengedichte, Volkslieder. In vielerlei Hinsicht schuf Puschkin eben die russische Literatursprache. Traditionell sprechen die Menschen keine literarische Sprache, aber die Umgangssprache hängt immer von ihr als Standardsprache ab. Also die Sprache, die wir heute sprechen, in vielerlei Hinsicht ist von Alexander Puschkin geschaffen.